Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. Michelle Hunziker unterstützt Tommaso ++. Ist der Sohn von Verona Poth vergeben? ++. Lena Gerke. Töchterchen Zoe ist krank. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 27. März 2022. Michelle Hunziker zeigt sich mit Tommaso Trussardi. Obwohl Michelle Hunziker, 45, und Tommaso Trussardi, 38, im Januar dieses Jahres ihre Trennung nach 7 Jahren Ehe bekannt gegeben haben, scheinen sie sich weiterhin bei wichtigen beruflichen Ereignissen zu unterstützen. So auch an diesem Wochenende. In ihrer Instagram-Story teilt Hunziker am Samstag, 26. März 2022, diverse Eindrücke von einem Event des Automobilhändlers PENSKE Cars, Italy, das mit Fast Cars Slow Food, einer Initiative von Tommaso Trussardi, zusammenarbeitet. Begeistert kommentiert die Moderatorin die Autos und filmt auch ihren gut gelaunten Ex-Partner, wie diverse Stories beweisen. Michelles Tochter Aurora Ramazzotti, 25, war ebenfalls vor Ort, um Tommaso zu unterstützen. 26. März 2022. Verona Poth verrät, ist Sohn Diego noch Single? Er ist groß, muskulös und schon jetzt super erfolgreich. Diego Poth, 18, ist im vergangenen Jahr nach Miami ausgewandert und besucht derzeit die IMG Sports Academy, um als Profigolfer durchzustarten. In seiner Freizeit modelt er. Da stehen die Mädchen doch bestimmt Schlange, oder? Im Interview mit RTL verrät Diego kurz und knapp, dass er nach wie vor Single ist. Seine Mutter Verona Poth, 53, ist bei diesem Thema hingegen etwas redseliger. Aber was ich so mitbekommen, dann ist er nicht gerade einsam und nicht der Typ, der irgendwo übersehen wird. Aber eine richtige feste Freundin hat er uns noch nicht vorgestellt, ich glaube, weil es die so auch jetzt noch nicht gibt, sagt die 53-Jährige, die ihren Sohn regelmäßig in seiner neuen Wahlheimat besucht. Mal schauen, wann ich mein Schwiegertöchterchen zu sehen bekommen, betont die Werbeikone am Ende des Interviews vielsagend.